Und dann werden wir auch wieder rausgelassen. Ja gut, da oben ist ein Herzteil. Das, dafür müssen wir aber erstmal das als Kind machen. Also wir kommen als Kind nur in den Vulkan so richtig, also in den Abteil hier, wenn wir halt den Song haben. Also können wir das ab jetzt machen. Muss kurz schauen, was ist hier eigentlich drin. Händler, aber wir haben eigentlich alles. Also das letzte Upgrade müsste ein File-Upgrade sein. Das weiß ich, wo das ist. Wir können aber noch eine Fee. Stimmt. Hier befindet sich nämlich eine weitere Fee, die uns jetzt bestärken kann. Und diese Felsen sind jetzt Felsen, die man auch mit dem Hammer zerstören kann. Ja, durch ihre Hilfe haben wir jetzt unsere Magiekraft verdoppelt. Das heißt, wir können jetzt mehr Zauber einsetzen. Und ja, also den Feuer entfernen und wir können unsere... Ach Gott, wie heißt die Attacke? Rundumschlag können wir jetzt noch länger machen. Öfters also. Die ist jetzt mittlerweile so lang, einfach verdoppelt. Und jetzt muss ich ganz kurz schauen, was mache ich jetzt? Also es gibt auf jeden Fall zwei Skulltaler noch, die ich nachholen kann, muss. Aber es gibt auch ein paar Quests hier, die man schon seit Anfang des, seitdem man erwachsen ist, machen kann. Da hat eben Alpuna auch dazu gezählt. Ich glaube, da könnte ich auch mal weitermachen. Dafür haben wir auch Epona gebraucht, also war es schon ganz klug, das als erstes zu machen. Ja, ich glaube, ich mache da einfach meine Quest weiter. Die erste Kultur, die wir nachholen können, ist einfach unter diesem Felsen in der Nacht. Das ist eigentlich ganz wichtig noch zu beachten. Ansonsten kann man die einfach nachholen, sobald man den Hammer hat. Hier befindet sich aber auch nochmal so ein Fels und da ist ebenfalls eine Skulptur drunter und Hammer, Alter. Das ist so geil, wenn uns eine Skulptur einfach mit dem Hammer zerquetscht und wir sollten es eigentlich alle am Todesberg haben. Ne, Todesberg ist noch eine Skulptur. Ah, ich weiß wo, okay. Ich tue mich jetzt zur Zitadelle der Zeit wieder teleportieren, denn es wird mal wieder Zeit, dass wir ein Kind werden. Da, als die Zeit noch schön fröhlich war und so. Derzeit möchte ich jetzt mal zurück, denn es gibt da ein paar Sachen, die wir noch machen können. Unter anderem das Skulltula nachholen, die wir schon längst hätte machen können. Aber auch eine andere Skulltula, die wir erst ab jetzt holen können. Dafür muss einfach das Schwert wieder zurück. Wir verlieren einiges an Kraft und werden wieder ein Kind. Okay, wir haben uns doppelte Magie, aber wir können natürlich die neuen Items nicht mehr benutzen, leider. Leute, ich kann durch die Steine laufen. Huch. Was mir gerade auch aufgefallen ist, wir haben Epona nicht mehr. Sie haben wir nämlich auch nur als Erwachsener, das heißt, ich muss mich wieder durch die Welt springen, um irgendwie schnell voranzukommen. Und zu einer Skulptur, die wir eigentlich schon längst hätten holen können. Ich glaube nach dem zweiten oder dritten Dungeon. Ich weiß nicht, ob man darin den Bumerang braucht. Auf jeden Fall brauchen wir eine Bombe, um hier in die geheime Höhle zu kommen. Dann brauchen wir den Feuer-Inferno. Das ist eine Kuh, aber auch eine goldene Skulptur. Die haben wir jetzt aber auch nachgeholt. Wir müssen als nächstes jetzt als Kind zum Feuertempel. Man sieht gerade nichts mit Kakariko. Ich habe ein paar Käfer geholt. Ah ja, ja. Also als Kind. Weil als Kind können wir halt nicht diese Rüstung tragen. Hier befindet sich auf jeden Fall ein Feld für ein paar Wundererbsen. Das heißt auch wieder das Ultula. Und ich weiß nicht, wie hier eine Pflanze wachsen soll, aber ich pflanze einfach mal eine ein. Und hier ist auch eine Skulptur da drin. Das soll jetzt die letzte am Todesberg eigentlich auch sein. Ja, Todesberg haben wir auch alle. Nice, wir sind auf einem guten Weg. Übrigens, wir sind jetzt auch gerade bei 63 Skulpturas. Okay, ich bin auch wieder als Erwachsener unterwegs und wir können nur die Pflanze nutzen, um
an das Herz da hier ranzukommen. Baba. Als nächstes kommen wir zu einer richtig ekelhaften Quest für mich. Für euch soll sie, denke ich, ganz angenehm sein, wie ich es schneiden werde. Denn wir haben hier einen riesen Goron und von ihm können wir eine sehr wertvolle Belohnung bekommen. Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede besser, ich klingen. Die lianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen, glaub mir. Ja. Das ist jetzt ein Hinweis, glaube ich, einfach mal. ich muss tatsächlich kurz nachdenken. Lianische Zimmerleute, okay, warte. Ah, ich weiß, wir müssen in die Wüste. Okay, dann werden wir bis in die Wüste auch weitermachen. Weil das ist eigentlich das Gebiet, das heißt, ich will da eigentlich nicht so weit gehen. Ne? Nicht so weit voranschreiten. Aber um diese Quest anzufangen, sozusagen, muss ich da ein bisschen weitermachen. Okay, wir sind in der Wüste. Als Kind waren hier ein paar Gerudos. Aber wie sieht's jetzt aus? Die haben die Brücke zerstört. Also die Brücke war vorher bewacht, aber jetzt sind keine Wachen da. Da ist ein Zelt da. Aber keine Gerudos. Noch keine Brücke. Das ist der was, YOLO. Epona, du schaffst das! Ah, ganz knapp. Okay, wenn ich jetzt schon da bin, kann ich direkt eigentlich Pass Gultulas holen. Eins sollte eigentlich an dieser Wand sein. Okay. Die eine Skulltula, aber ich mache kurz wieder Nacht, weil es gibt hier noch eine zweite hinterm Zelt. Im Zelt ist auch die zweite Skulltula. Okay, aber ich wollte ja eigentlich noch nicht hingehen an die Seite der Schlucht. Ich will einfach nur mit dem Zimmermann reden hier. Ich bin Handwerkmeister, es waren die Gurus, die die Brücke zerstört haben. Ich wusste doch, dass die Gurus böse sind. Ich will sie reparieren, aber seine Leute sind weg. Ich glaube, es ist eher Story gerade. Okay, ich bin hier irgendwie falsch. Ich schau mal kurz nach, was ich machen muss. Okay, ich habe kurz nachgeschaut, wie man diese Quest wirklich beginnt. Und sie beginnt nicht bei dem riesigen Goron, von dem wir dann später das Item bekommen. Sie beginnt in Kakariko. Okay, die Quest beginnt bei ihr. Von ihr haben wir damals die Flasche bekommen und jetzt bekommen wir etwas anderes von ihr. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Und wir bekommen das Huhn, oder das Ei besser gesagt, von ihr. Das müssen wir schlüpfen lassen. Okay, Leute, ich habe das Huhn jetzt ausgebrütet und wir müssen damit eine Schlafmütze wecken. Und wir haben schon mal eine Person mit einem Huhn geweckt. Damals haben wir es zum Malen bekommen und nun müssen wir diesen Typen eben nochmal aufwecken. Jetzt, wo wir eine Person mit dem Huhn geweckt haben, ist es anscheinend irgendwie glücklich und so und wir können es wieder abgeben. Und wir bekommen jetzt ein blaues Huhn, was Henny heißt. Das hat dem Bruder von ihr hier gehört. Und den Bruder müssen wir jetzt finden. Und dieser befindet sich in den verlorenen Wäldern. Okay, wir sind in den verlorenen Wäldern. Und hier, wo damals das Horror-Kit ist und es eigentlich auch noch sein sollte. Wahrscheinlich ist es wegen dem Typen gerade nicht da. Auf jeden Fall müssen wir ihm das Huhn zeigen. Wir müssen nach Kakariko. Wir müssen den Dschungelpilz dahin bringen. Und das zeige ich euch einfach wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich es schneiden werde. Ganz wichtig, wir können keine Warp-Songs verwenden. Das heißt, wir müssen laufen.
Okay. Hab's auch rausgefunden. Auch wenn es ein bisschen knapp ist. Es sollte reichen. Ja. Ach Gott, jetzt, ey. Okay, wir haben jetzt aus. Also, wir hatten jetzt aus dem Pilz Medizin eingestellt und diese müssen wir jetzt diesem Typen bringen. Okay, ich hab die Medizin, wo ist der Kerl? Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kukri ist, ist verdammt. Jeder sicher hat es sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kukri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat es sich inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig blieb, ist dieses Säge hier. Die Medizin besteht aus Waldblättern, gib sie mir. Ich bin aber auch ein Waldblättler, dachte ich. Ah ne, ich war ja ein Hylianer. Huch. Ja, und diese Säge muss jetzt zu den Zimmermännern in die Büste. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht über die Story so reden können. Und du nimmst einfach mein Item an. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bighorn-Schwert. Ja. Ja. Ich muss kurz nachdenken. Damit müssen wir jetzt zum Goron, glaube ich, gehen. Ey, du Riesen-Gorone, du warst doch ein Waffenschmied. Was hat er mit den Augen? Zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren, doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. In Soras Reich gibt es wundersame Augentropfen. Wende dich an König Sora. Bitte bringe mir die Augentropfen. Natürlich mache ich das. Also, wir bekommen jetzt ein Rezept und wir müssen jetzt in Soras. Als nächstes kommt auch der Wassertempel. Ja, kann ich das eigentlich auch verbinden? Okay. Die Scheibe habe ich noch nie gezeigt, aber jetzt gehe ich hier mal hoch. Also, das habe ich nicht gezeigt, weil ich ja eigentlich als Kind hier nichts Wichtiges für uns drin war. Hier ist eine Feenquelle da, falls ihr diese auffrischen wollen. Da ist nun, da unten ist so ein Gartentruhenanteil auf jeden Fall, so eine geheime Höhle halt, wo so ein paar Rubine drin sind. Aber es ist hier auch eine Skulptur erschienen als nach 7 Jahren. Und es gibt glaube ich sogar noch eine hier in Soras Fluss als Erwachsener. Genau, die hier bei der Kurve. Und wir können. Können wir die schon bekommen? Ja, wir können die schon bekommen. Da war ich mir jetzt echt unsicher. Und sollten wir eigentlich hier in Soras Fluss alle haben. Der Wasserfall wird wieder geöffnet und es schneit so ein bisschen. Ist auch so. Kälter hier ist, bist bei Sora. Ganz komische Vibes hier. Okay, oh. Da oben ist das Gurtula, okay. Aber Soras Reich ist komplett eingefroren. Das kann nichts Gutes heißen. Oh nein. Hier ist auch nirgendwo ein Sora. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Oh nein. König, können Sie mich hören? Ich habe hier ein Rezept. Ich brauche Medizin. Oh nein. Wir können aber die Skulptur da abholen. Das habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen, dass der hier eingefroren ist. Ich habe genau vergessen, dass er überhaupt für diese Quest wichtig ist. Aber wir tun ihn sowieso jetzt auf dem Weg zum dritten Dungeon wieder befreien, hoffentlich.
Das heißt, ich werde, sobald wir den aufgefroren haben, diese Quest weitermachen, aber das heißt, es wird jetzt als nächstes mit der Story weitergehen. Irgendwie den hier auftauen lassen. Aber es gibt auch keine Spur zum, ja, dritten Dungeon. Also am Hyasee, aber da waren wir, der ist komplett ausgetrocknet, da kommen wir nicht wirklich weiter. Okay, Lord Yabu-Yabu ist auch weg. Es sind da überhaupt auch gar keine Stores da, aber hier sind echt Eisschollen und so. Das ist ein Herzteil. Das hole ich mir jetzt dafür. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jupp, die Steuerung auf Eis ist ein bisschen kacke, aber wir haben es. Okay. Ich weiß gar nicht, von wie man eigentlich darauf kommen soll oder von wem man eigentlich einen Tipp bekommt. Ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht gerade, weil. Also ich weiß jetzt, wie es weitergeht, aber ich weiß nicht, wie man es selber rausfinden soll. Auf jeden Fall müssen wir in die Eishöhle gehen. Das ist jetzt nicht der dritte Dungeon, das sagen wir ein Zwischendungeon. Da wird es auch eigentlich vor jedem nächsten Dungeon wird es halt ein Zwischendungeon davor geben. Beim dritten ist es die Eishöhle. Dort werden wir jetzt ein Item finden und damit kommen wir dann in den dritten Dungeon. Und darin finden wir hoffentlich auch etwas, womit wir den König auftauen können.